eben, was sollen die neuen Paradigmen, wohin führt uns das Ganze, was ist der Sinn? Herr Heim? Ich meine, ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft kann niemals so verlaufen, dass man sagt, das, was wir bisher erarbeitet haben und wissen, ist plötzlich ungültig. So etwas geht nur in Gedankengebäuden, nicht aber mit den Fakten der Naturwissenschaften, die bekannt sind. Das ist ein Wissen, das wird immer bleiben. Ein Paradigmenwechsel selber kann diese Fakten nicht ändern. Denn ob ich das Paradigma der Wissenschaft wechsle oder nicht, ein Stein fällt immer nach unten. Und Wasser wird nicht nach oben fließen. Es gibt bestimmte Naturgesetze quantitativer Art, die nicht beseitigt werden können. Was aber möglich ist, wäre eine Offenheit demjenigen gegenüber, was jenseits des erfundenen Daches liegt, so was vorhin sprach. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwar vom Fundament des Bekannten ausgeht und versucht, auf indirektem Wege noch Unbekannte, aber uns verhältnismäßig nahe, um es ganz bescheiden auszudrücken, nahe Bereiche dieser uns in ihrem Wesen völlig unbekannten, übergeordneten Weltganzheit zu erkennen, und so unser Bild, das nach oben ja ohnehin offen ist, zu erweitern, den Horizont zu erweitern und in der Hoffnung, dass wir zumindest so viel von dieser uns unbekannten, übergeordneten Ganzheit erschließen können, Kraft des Erkenntnisvermögens, dass wir gewisse Bereiche menschlichen Daseins damit abdecken können, um unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen, die Angst vor der Zeit, die Angst vor ihrer zeitlichen Begrenztheit, und dass wir ihnen vielleicht die Tränen abtrocknen können und dass wir ihnen zeigen können, welche Maßstäbe an das menschliche Leben vom Kosmos selbst angelegt werden, damit ein unerlässlicher Gesinnungs- und Bewusstseinswandel sich vollzieht. Meine Damen und Herren, denken Sie bitte immer daran, das, was wir heute erarbeiten, kann die Religion der Masse von morgen sein. Ich möchte an die Verantwortlichkeit appellieren. Aber vielleicht können wir durch ein Erkennen, ein klareres Erkennen aller dieser Dinge des Menschseins schlechthin diesen Bewusstseinswandel noch rechtzeitig erreichen. Denn, meine Damen und Herren, viel Zeit ist nicht mehr. Mit heutigen Technologien, aber einem Bewusstsein, das der Steinzeit entspricht, ist der Mensch durchaus imstande, auch ohne Pershing 2 Cruise Missile und SF-20 Raketen, diesen Planeten in verhältnismäßig kurzer Zeit unbewohnbar zu machen. Sofern es nicht zu einem Bewusstseinswandel kommt, darin sehe ich den Sinn aller dieser Arbeiten, und anderen Sinn kann es gar nicht haben.